Ja, ich bin live. Ich lese Kapitel Nummer 5 von dem Buch Das Leben in der Welt, die wir nicht sehen. Life in the World Unseen. Es ist geschrieben von Anthony Borgia, der war der in der Überbringung der Message. Dies ist die Erzählung von dem Nachleben von einem Priester, der hieß Robert Hugh Benson, und der lebte von 1871 bis 1914. Und sein größter Wunsch war, dass er Nachrichten in die Welt hinüberkommen von dem Nachleben. Ich bin jetzt auf Seite 121 und es geht hier um die geografische Position. Was ist die eigentliche geografische Position der Spirit World in Bezug zu der Erdwelt? Viele Menschen wundern sich, besonders heutzutage, und ich muss mich damit einschließen. Und das ergibt eine neue Frage bezüglich der anderen Reiche, die anderen Realms, wo die leben, und von denen ich schon einige Details gegeben habe. Ich habe euch erzählt, als ich ein kritisches Stadium erreichte in meiner Krankheit und auf meinem Bett lag am Ende meiner erdlichen Krankheit, dass ich plötzlich einen unwiderstehlichen Drang hatte, nach oben zu gehen. Und dem bin ich, habe ich das Gefühl gelassen, und dann bin ich aus meinem Körper herausgekommen. In diesem bestimmten Fall war die Grenze eine sehr feine Linie zwischen dem Ende meines erdlichen Lebens und der Anfang von meinem Spirit-Leben, weil ich war in kompletter Handhabung meiner Sinne und ich war total bewusst. Die eigentliche Transition von einer Welt zur anderen war in diesem Respekt fast unmerklich. Ich kann Dinge noch weiter verfeinern, und ich erinnere mich daran, dass dort kam ein Moment, wo die körperliche Sensation meiner letzten Krankheit mich plötzlich verließ. Und anstatt hatte ich das wunderbare Gefühl einer körperlichen Freiheit und der Friede der Gedanken, der mich total umhüllte. Ich fühlte, dass ich tief atmen wollte. Und so tat ich das. Der Impuls, von meinem Bett aufzusteigen und das Hinterlassen von allen körperlichen Sensationen, ist die Markierung für den physikalischen Tod und meine Geburt in die Welt der Spirits. Aber als all dieses stattgefunden hat, war ich noch in meinem erblichen Schlafzimmer. Und dafür, zum Teil, ist die Spirit World interpreniert oder penetriert die Erdwelt. Dieses besondere Ereignis oder diese Erfahrung gibt uns eine gute Idee über die geografische Exploration der Spirit-Reiche. Denn der nächste Vorfall in meiner Transition war die Ankunft von meinem guten Freund Edwin und our Treffen nach dem Vergingen von vielen Jahren. Dieses Treffen schien in meinem Schlafzimmer war in meinem Schlafzimmer. Und nach einer Weile, als wir uns begrüßt hatten und uns kurz unterhalten hatten, hatte Edwin mir vorgeschlagen, dass wir von unserem momentanen Aufenthalt im Zimmer woanders hingehen, weil dies wären eher traurige Umstände. Er nahm mich da dann bei den Armen und erzählte mir, dass ich meine Augen zumachen sollte, und ich fühlte, dass ich sanft nach oben ging. Ich hatte keinen Eindruck von der Direktion, in der ich gegangen bin. Ich wusste nur, dass ich mich bewegte. Aber ob ich jetzt unten nach unten ging oder nach oben ging oder zur Seite, kann ich unmöglich sagen. Unser Progress verschnellte sich
bis zuletzt gesagt, bis Edwin zuletzt sagte, dass er seine Augen aufmachen sollte. Und dann fand ich mich vor meinem Spirit House, meinem Zuhause in der Spirit World. Seit dem Tag habe ich viele Dinge gelernt. Und eine von den Lehren, die ich hatte, war die Kraft der persönlichen Transportation. Bei einer anderen Art als Laufen. Hier sind immense Distanzen, die wir überschreiten können. Und manchmal müssen wir die sofort überschreiten. Wir machen das mit der Kraft unserer Gedanken, wie ich das schon vorher erwähnt habe. Aber das Komischste für mich ist, oder war am Anfang, die Tatsache, dass ich mich durch Raum viel schneller bewegen konnte, als normal zu laufen. Ich fand, dass ich keinen Sinn hatte von absoluter Richtung, aber nur von Bewegung. Wenn ich meine Augen schließe, während ich reise, mit moderater oder mit nicht so schneller Geschwindigkeit, dann schalte ich damit nur die Landschaft aus oder was auch immer in meiner Umgebung ist. Man darf nicht denken, dass es möglich wäre, seinen Weg zu verlieren. Das wäre total außer Frage. Das Fehlen von einem Sinn von Richtung interveniert nicht mit unserem ursprünglichen Gedanken und unsere personelle oder unsere persönliche Art von Fortbewegung. In dem Moment, wo wir uns entschlossen haben, eine Reise zu machen zu einem bestimmten Platz, dann setzen wir unsere Gedanken in Bewegung und in dem Moment setzt sich unser Spirit Body auch in Bewegung. Man könnte fast sagen, es benötigt keinerlei Gedanken. Ich habe zu anderen Leuten über dieses gesprochen und wir haben es verglichen. Es ist etwas, was wir alle zu tun scheinen, wenn wir hier neu ankommen in der Spirit World. Und wir haben niemals einen Mangel an gutwilligen Freunden, die uns helfen in unseren Schwierigkeiten, die wir haben, wenn wir gerade hier angekommen sind. Ich habe gefunden, dass es scheint normal hier zu sein für alle, die in Spirit sind, dass wir nicht die Direktion oder die Richtung erkennen können, wenn wir uns sehr schnell bewegen. Natürlich, wenn man sofort reist, instantaneous, in dem Instant reist, dann gibt es eigentlich keine Zeit, die man beobachten kann oder keine Objekte. Da ist kein Intervall zwischen Zeit. Von dem Moment, wo wir uns entschlossen zu gehen und der Moment, wo wir ankommen, wo wir hinwollen. Es muss anerkannt werden, dass dieser Faktor der direkten Unbewusstsein, wenn man so das sagen kann, eine präzise Punkt zu wissen, wo man hin wollte auf der Spirit World, macht keinen Unterschied. Das ist es, wo es wirklich anders ist auf der Erde. Wenn man ziemlich neu ist hier in der Spirit Life, würde es wahrscheinlich, dann könnte man nicht mal sich trauen, einmal zu raten, wo es wäre, geografisch. Natürlich sind hier Leute und über Leute und Leute, viele Leute, die wundern sich nie darüber. Die machen sich keine Gedanken darüber. Die haben alle Verbindungen abgeschlossen mit der Erdwelt. Und die haben es für alle Zeit getan. Die wissen, dass sie leben in der Spirit World, aber bezüglich der genauen Position dieser Welt in dem Universum, da haben sie keine Absicht, das herauszufinden oder sich darüber Gedanken zu machen. Aber in unserem Fall ist es anders. Ich bin in sehr aktiver Kommunikation mit der Erdwelt. Und ich glaube, es würde auf Interesse sein, wenn ich eine Idee geben könnte, wo die Spirit World sich befindet. Die Spirit World wird aufgeteilt in Spheres oder Realms, Reiche. Diese zwei Worte von Designation sind jetzt akzeptiert worden zwischen den Menschen auf der Erdwelt. Die haben diejenigen, die anerkannt oder erkannt haben, dass man eine Kommunikation mit unserer Welt haben kann.
Und wenn ich natürlich mit denen spreche, dann kann man die Worte unabhängig voneinander benutzen. Hier ist es genug für unseren Dienst. Ich kann an nichts Besseres denken, wie ich das erklären könnte. Diese Sphären sind Nummern gegeben bei einigen Studenten. Diese Sphären werden rangieren von dem First, also der erste, der Lowest, der niedrigste Level, bis zum siebten Level, der höchste. Es ist normal, hier diesem Nummersystem auch zu folgen. Die Idee, originell, wurde mir gesagt, kam von unserer Seite und es ist sehr nützlich und eine einfache Art zu übergeben, Informationen über die Position auf der Leiter der spirituellen Evolution. Die Sphären der Spirit Worlds sind in einer Serie von Bändern. Das formt eine Nummer von konzentrischen Circles around the Earth, um die Erde. Diese Kreise reichen in den unendlichen Raum, Infinity of Space. Die reichen in die Unendlichkeit des Raumes. Und die sind unsichtbar verknüpft mit der Erdwelt, in dessen langsamerer Revolution um ihre Achsen und natürlich deren größere Revolution um die Sonne. Die Sonne hat keinen Einfluss auf die Spirit World. Überhaupt nicht. Wir haben kein Bewusstsein über die Sonne, denn die Sonne ist rein materiell. Eine Exemplification der Concentric Circles kann man besser verstehen, wenn wir zum Beispiel davon reden, dass ein Visitant oder ein Besucher von den höheren Reichen runterkommt zu uns. Er ist relativ über uns, spirituell und auch räummäßig. Die niedrigeren Reiche der Dunkelheit sind dichter zu der Erde, plötzlich gesehen, und sie interpretieren die Erde an ihrem niedrigsten Punkt. Durch dieses kam ich, als ich mit Edwin hierher geleitet worden bin, als er mich zu meinem Spirit House gebracht hat. Und aus diesem Grund hatte er mich gebeten, dass ich meine Augen bitte zuhalte, bis er mir sagen würde, wann ich sie aufmachen dürfte. Ich war aufmerksam, denn ich wusste, ich war total bewusst und hörte ihm zu und tat, was er sagte. Weil er sagte, andererseits hätte ich die Scheußlichkeiten gesehen, die die Erdwelt in diese dunklen Plätze geschmissen hat. In der Spirit World sind wir gemacht aus einer Serie von konzentrischen Kreisen. Und die Erde ist circa im Center. Wir finden, dass diese Sphären subdividiert sind, lateral, um übereinzustimmen mit den verschiedenen Nationen der Erde. Jede Subdivision ist direkt über ihre eigene Nation. Wenn du betrachtest die enorme Varietät von den nationalen Temperamenten und Charakteristiken, die es auf der Erde gibt, ist es kein Wunder, dass die Menschen jeder Nation gerne gravitieren zu denen von ihrem eigenen Kind, also ihrer eigenen Art in der Spirit World, genauso wie sie es gerne haben, wenn sie auf der Erde sind, Birds of a Feather, ne? Wenn man sich auf dieselbe kulturelle Vergangenheit übereinstimmt, dann ist das wie ein Kindred Spirit. Individuelle Wahlen sind natürlich auch frei und die sind offen für jede Seele. Er oder sie kann leben, wo immer es möchte, in seinem eigenen Raum, wo immer er auch wünscht. Es gibt keine festgesetzten
territorischen Grenzen hier, in der wir irgendwelche Nationen separieren. Es gibt hier unsichtbare Grenzen um Temperament und um Customs, Gewohnheiten, aber die Angehörigen von allen Nationen der Erde sind komplett frei, sich hier zu bewegen in der Spirit World und können Kontakt aufnehmen mit wem und sie auch immer wollen für Social Intercourse, um sich zu treffen und unterhalten. Die Frage der Sprache bringt keine Schwierigkeiten, weil wir müssen nicht laut sprechen. Wenn wir unsere Gedanken übergeben zu anderen, ist das mit der vollen Verständnis, dass diese Person es erhalten wird in einer Art und Weise, wie sie es verstehen kann. Denn es sind mentale Kommunikationen. Also Sprache in diesem Sinne hat überhaupt gar keine Barriere in der Spirit World. Jede nationale Subdivision der Spirit World trägt die Charakteristiken von deren erdlichen Gegenteil. Das ist natürlich. Mein eigenes Zuhause ist in der Umgebung, das mir familiär ist. Und es ist wie in derselben Position als der Counterpart, der Gegenteil meines erdlichen Zuhauses, in der allgemeinen Erscheinung. Diese Umgebungen sind nicht ein direktes Kopie der erdlichen Umgebungen. Damit meine ich, dass mein Spirit Home ist in einer Art Landschaft, mit der ich einfach familiär bin und meine Freunde auch. Das Abgrenzen von Nationen gibt es nur an einer bestimmten Anzahl der Reichen. Über dem hinaus, Nationalität gibt es nicht mehr. Wir behalten unsere äußerliche Erscheinung und unsere verschiedenen Markierungen und Distinktionen, so wie die Farbe unserer Haut, wie wir es in den letzten Leben hatten, ob es weiß, schwarz oder gelb ist. Wir haben kein Bewusstsein über Nationalitäten in dem Moment, wo wir in der Spirit World. Unsere Haus hat keine definitive nationale Erscheinung. Es ist aus reinem Spirit fabriziert. Du wirst dich erinnern, als wir den Anbau gebaut haben für die Bücherhalle, da habe ich euch vorgestellt zu dem Ruler of the Realm, dem Herrscher dieses Reiches. Jedes Reich hat so eine Person, Personage, obwohl der Ausdruck Ruler, Herrscher, ist eigentlich kein guter Ausdruck, weil es gibt die falschen Eindruck. Ich wäre viel glücklicher und vielleicht auch mehr exakt zu sagen, dass er presides over the realm. Er hat die Übersicht über dieses Reich. Obwohl jedes Reich seinen eigenen Herrscher hat in dem Sinne, gehören diese auch zu einer höheren Sphäre als die sie übersehen. Die Position erfordert sehr hohe Charakteristiken und diese Position ist nur gehalten von denen, die sehr lange schon in der Spirit World sind. Viele von denen sind hier über tausende von Jahren, wenn man sie in Erdjahren zählt. Großartige Spiritualität alleine ist nicht genug. Denn da wären viele wunderbare Seelen hier, die solche guten Attributen haben. Nein, ein Ruler, ein Herrscher, muss eine große Menge von Wissen haben und Erfahrung mit der Menschheit. Und zusätzlich muss er sehr diskret sein, indem er mit den verschiedenen Dingen handelt, die vor ihn kommen. Und die ganze Erfahrung von diesen Herrschern und deren Wissen und
deren Sympathie und Verständnis sind jederzeit verfügbar zu den Einwohnern in diesem Reich. Deren Freundlichkeit und Lieblichkeit und deren Geduld sind immer sichtbar. Die große Seele ist für uns alle zugänglich. Und wenn dort Probleme sind, ist diese Entity, der Ruler, der Herrscher, nur zu happy zu helfen. Wir haben auch unsere Probleme, genau wie ihr auf der Erde habt, obwohl unsere Probleme sind recht anders von euren. Unsere sind niemals in der Art oder Natur von Ängsten und diese Dinge, über die man sich Gedanken macht auf der Erde. Für mich selbst, wenn ich für mich selbst spreche, mein erstes Problem, als ich hier ankam, war, wie kann ich richtig machen, was ich betrachtete jetzt als falsch. Etwas, das ich getan habe, während ich inkarniert war. Ich hatte ein Buch geschrieben, in dem ich die Wahrheit der Kommunikation mit der Erdwelt nicht richtig wiedergegeben habe. Ich war sehr traurig, dass ich solche Falschheit geschrieben habe. Als ich mit Edwin darüber sprach, ich hatte mit Edward darüber gesprochen und er hatte, ohne dass ich das wusste, mit dem Herrscher des Reiches darüber gesprochen. Und das Resultat war, dass noch eine andere große Seele kam, um dieses zu diskutieren mit mir und mir Hilfe anzubieten und Rat in meinen Schwierigkeiten. Es war des Herrschers Kenntnis über meine Affären, das mich zuerst verwunderte, denn er wusste sofort, wovon ich sprach. Er wusste, wer ich war. Und man kann davon sehen, dass deren Wissen, der Herrscher des Herrschers Wissens über die Menschen, über die sie herrschen, unwahrscheinlich groß ist. Ich glaube, es ist unmöglich für erdliche Gehirne solche große Weisheit zu enthalten. Es gibt hier so viele Affären und so viele, die hier in diesem Raum sind. Es muss wirklich verstanden werden, dass der Gedankensraum und der Verstand von Menschen, die inkarniert sind auf der Erde, sehr limitiert ist. In der Spirit World haben wir kein physikalisches Gehirn, das uns behindert. Unsere Gedanken sind voll und komplett retentive, also die behalten alle Fakten und alles Wissen, was man zu sich nimmt. Wir vergessen diese Dinge nicht, die wir in der Spirit World gelernt haben, ob das spirituelle Lehren sind oder einfache Tatsachen. Für die Herrscher ist es eine Freude, uns zu leiten und Hilfe zu geben. Das ist ihre Arbeit. Und uns zusammenzubringen in deren Rekreation. Es ist eine Inspiration für sie. Und sie benehmen sich in jedem Sinn des Wortes wie ein devoted father, wie ein Vater, der sich sehr um seine Kinder kümmerte. Hier gibt es keine Unglücklichkeit in diesem Raum. Für diesen Grund alleine ist es besonders mit diesen großen Seelen hier anwesend, ist es unmöglich, Sorgen zu haben, weil die helfen uns mit den kleinsten Problemen und die sind noch nicht mal so wie auf der Erde. Jede Sphäre ist komplett unsichtbar zu den Bewohnern von den Sphären, die unter uns sind. Und damit hat es im Grunde genommen seine eigene Grenze. Wenn man in diese niedrigeren Raums oder Reiche reist, dann kann man sehen, dass das Terrain, die Landschaft, sich ganz langsam degeneriert.
Und wenn wir auf die Nähe von einem in höheren Rang kommen, passiert genau das Gegenteil. Wir sehen, dass das Land um uns herum mehr ethereal wird, mehr neblig und mehr refined. Und diese Formen sind eine natürliche Grenze für diejenigen, die jetzt noch nicht ganz so weit sind, in den höheren Rang zu leben. So, jetzt habe ich euch über diese Reiche erzählt, die über uns sind und die unter uns sind. Wie kann man denn von einem zum anderen gehen? Entweder hoch oder runter. Da muss irgendwie doch ein Punkt sein in jedem Reich, wo man das Gefühl hat, es geht distinkt nach oben oder nach unten. So einfach, wie sich das anhört, es ist eigentlich nicht so. Es ist nicht schwierig, sich vorzustellen, dass das einen langsamen Runtergehen zu Regionen sind, die weniger schön sind wie diese hier. Wir können unsere erdlichen Erfahrungen als Hilfe nehmen und zum Beispiel erinnern, man kann sich erinnern an einen Platz voller Steine, den wir besuchen und wo man aufpassen muss, wo man seine Füße hinpackt. Und dann vielleicht geht man in dunkle Höhlen auf diesen Steinen, wo es dunkel und feucht ist und nicht sehr einladend. Und man stellt sich vor, alle möglichen Dinge verstecken sich dort in der Dunkelheit, achtsam uns anzugreifen. Wir können uns auch erinnern, dass die über uns, obwohl außer Sicht, dort scheint die Sonne und gibt Wärme und Licht auf die Erde. Obwohl wir in einer ganz anderen Welt zu sein sind. Wir wandern vielleicht durch Untergrundhöhlen und dann vielleicht verlieren wir uns. Und plötzlich können wir überhaupt uns nicht mal mehr das Land über uns vorstellen. Aber wir wissen, man kann versuchen, und man kann einen Weg finden und vorsichtig über diese Steine einen Pfad finden. Wenn wir unsere Reise in die Spirit World, in die untere Spirit World machen, diese subterranen Höhlen, dann können wir sehen, wie jede dieser Reiche verbunden ist mit dem Reich, das direkt über ihm steht. Die erdliche Analogie ist natürlich elementar, aber der Prozess und das Prinzip sind dieselben. Die Transition in der Spirit World von einer Realm in die andere ist literal. Es ist literal, es ist wortwörtlich, als wenn man von einer dunklen Höhle in das Sonnenlicht kommt, das höher ist, und als wenn man wörtlich von einem Zimmer in das andere Zimmer geht in einem Haus, ob man nach oben geht oder nach unten geht. Von dieser Realm, wer ich lebe, zu der nächst höheren Realm oder Reich zu kommen, werde ich, wenn ich laufe, merken, dass der Boden langsam nach oben geht. Und wenn ich weitergehe, dann kann ich fehlerlos Zeichen sehen und ich kann sie auch fühlen, dass dieser Raum, in dem ich jetzt hineinkomme, ein höheres spirituelles Refinement, also Verfeinerung hatte. Man kommt dann eventuell an einem Punkt, an dem man einfach nicht weitergehen kann, weil man fühlt sich unbequem spirituell. Wäre ich dumm genug, weiterzugehen, dann würde ich finden, dass ich mich plötzlich nicht mehr bewegen kann. Es ist einfach nicht möglich. Ich kann mich einfach dann nicht vorwärts bewegen und das ist die Grenze zu dem höheren Reich. Ich sehe vielleicht überhaupt nichts vor mir oder nur das, was hinter mir liegt. Aber ob ich an der Grenze stehe oder ob wir in der Mitte von unserem Raum sind, da kommt eine bestimmte Linie, da ist eine Brücke zwischen den Raums, wo der höhere Raum, das höhere Reich unsichtbar wird zu den Augen
von Menschen, die nicht so spirituell sind. Genau wie diese Lichtrays, also diese Lichtstrahlen, zu den örtlichen Augen unsehbar ist und einige Töne und musikalischen Noten nicht hörbar sind zu den örtlichen Ohren, so sind hier die höheren Raums unsichtbar zu den Einwohnern des Raums, das darunter liegt. Und der Grund dafür ist, dass jedes Reich, jeder Raum besitzt eine höhere vibrationelle Frequenzrate als dies Raum unter dem. Und es ist unsichtbar und unhörbar zu denen, die da unten leben. Thus we can see that another natural law operates for our own good. So können wir sehen, dass wieder ein natürliches Gesetz operiert für unser Gutes und zu unserem Dienst. So, das nächste Kapitel, Nummer 6, ist the lowest realm, die niedrigsten dunklen Grotten der Nachwelt. I read as soon as I can. Have a happy Sunday, guys. Hello.